Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich ein bisschen Make-up mit dir testen, was neu bei mir eingezogen ist. Und was dich wahrscheinlich am meisten interessiert, ist hier von Maybelline das Tattoo Brow Waterproof Gel. Das werde ich mit dir zusammen in diesem Video testen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wir haben es jetzt 5:30 abends. Wir waren den ganzen Tag im Garten und haben da gerödelt, gemacht, getan, neue Pflanzen gesetzt, Unkraut gezupft und so weiter. Also, wenn dich sowas interessiert, schau bei meinem Instagram-Profil vorbei. Da habe ich in meiner Story dann immer einen Post dazu, dass ich da auch dann das Resultat zeige. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten. Einen neuen Primer habe ich so nicht, deswegen benutze ich hier von Hello Body den Coco Prime Shimmering Face Fluid Primer. Ja, den habe ich von der lieben Mrs. X mal im Paket gehabt. Ich weiß nicht, ob ich den mag. Der riecht schon etwas zu sehr für meinen Geschmack nach Kokosnuss, ne? Das ist echt schwer zu sagen. Und der verleiht echt nicht nur Glow, sondern so einen richtig krassen Glanz, ne? Also, das ist schon heftig, aber ich finde das super. So, die Foundation, die ich verwende, die habe ich im Paket von der lieben Alexandra gehabt. Das ist die Essence Soft Touch Mousse Make-Up Foundation in der Farbe 04 Matte Ivory. Ja, von der Farbe sehr gelbstichig. Könnte aber auf jeden Fall was werden. Also das kann ich mir einfach mit meinen Fingern im Gesicht verteilen. Oh, nee. Liegt das jetzt an der Foundation oder am Primer? Ich starte nochmal von vorne. Ja, jetzt habe ich mein Gesicht einmal abgewaschen. Also ich denke, dass es am Primer liegt, weil am Hals hatte ich ja noch keine Foundation drauf. Und dann habe ich so auch runtergewubbelt. Ich habe ja immer noch Reste. Und da hast du die krasseste Würstchenbildung des Überhauptes. Ne? Ever gehabt. Also das war ganz unangenehm. Ich probiere jetzt diese Foundation ohne Primer aufzulegen. Vielleicht ist es auch einfach viel zu heiß für diesen Primer, denn wir haben es tatsächlich, keine Ahnung, 30 Grad und es ist echt 6 Uhr abends, ne? Also das ist schon krass. Ja, es war auf jeden Fall der Primer, der so gekrümmelt hat. Das merke ich jetzt umso mehr, weil die Foundation lässt sich enorm leicht verteilen und ist ganz sanft zur Haut und ist ganz soft. Also das ist sehr angenehm gerade. Also, oh, du hast auch überhaupt kein Foundation-Gefühl auf dem Gesicht. Und das ist super toll. Bei diesen Temperaturen brauche ich das auch nicht unbedingt haben, ne? Dass man sich fühlt, als hätte man was auf dem Gesicht. Das brauche ich nicht. Ich baue dir jetzt hier noch ein bisschen auf und die kannst du auch, die brauchst du gar nicht mit einem Beauty-Schwämmchen einarbeiten. Das ist ja super. Das geht einfach so mit den Händen, ne? Das ist auch deine schöne Alltagsgeschichte. Wenn man die so über den Tag tragen möchte, die finde ich toll. Die mattiert einfach schön ab und ist halt genauso, wie sie sagt, soft matt, ne? Sehr angenehm und das ist halt auch echt meine Farbe. Hätte ich nicht gedacht. Ist cool. Die Foundation bleibt und der Primer geht. Die Deckkraft ist sehr, sehr leicht, aber das finde ich nicht schlimm. Das ist sehr angenehm, weil das Tragegefühl dann auch dementsprechend echt leicht ist. Aus der Nähe betrachtet, finde ich, sieht die auch echt gut aus. Also die gefällt mir auch wirklich, wirklich gut. Ja, verschmilzt richtig mit meiner Haut. Und von da kommt Licht. Also falls es von der Seite etwas heller ist als von der Seite, dann liegt es am Fenster. Jetzt habe ich auch keinen neuen Concealer. Dann nehme ich den von Dr. Pierre Ricot, den Luminexpert. Das ist so ein 3-in-1 Augen-Treatment. Und da ich kein angefeuchtetes Beauty-Schwämmchen hier liegen habe und zu faul bin, aufzustehen, verblende ich den einfach mit meinen Fingern. Denn das geht auch mal ganz gut, ne? Ja, und den mag ich ja sowieso. Den benutze ich ja schon seit einer Weile. Und der ist einfach angenehm. Der creased nicht, der ist feuchtigkeitsspendend. Und ja, tut mir einfach gut. Meine Foundation müsste ich jetzt eigentlich nicht setten. Aber ich würde gerne schon den Concealer setten. Deswegen nehme ich hier von Manhattan das Soft Matte Loose Powder. Mattierend und fixierend. Das ist so ein ganz loses Puder. Das muss ich vorsichtig aufmachen.
Ja, solche Produkte hat man eigentlich nicht so gerne im Trash-Paket, die man erstmal vorher sauber machen muss. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, würde ich mal so sagen. Da war nämlich dieses Puder drin, ja, und da ist halt kein Sieb oben vorne drauf. Und dann lag oben drauf dieser Puffel, den man eigentlich auch nicht so weitergibt, sage ich mal, ne? Also den würde ich jetzt so nicht weitergeben. Und der lag halt mitten in diesem Puder drin. Und ich muss mal gucken. Ich werde es jetzt verwenden und schau mal, ob mir das gefällt. Wenn ich das richtig geil finde, werde ich das auch so weiterverwenden. Aber wenn mich das jetzt nicht von der Socken haut, wird es wahrscheinlich eher entsorgt. Weil, ja, ich bin da halt, ne? Das ist irgendwie merkwürdig gewesen. Naja, auf jeden Fall ist es hier gerade wie in einer Bäckerei. Alles sehr mehlig. Meine Hände sind auch sehr dreckig. Moment. So. Dann setzen wir mal den Concealer. Dafür habe ich hier einfach einen großen Pinsel. Gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert, weil wenn du so mit dem Pinsel da reingehst, ist echt viel Produkt auf dem Pinsel. Also es ist halt schwer damit zu arbeiten, wenn du da halt direkt ins Produkt reingehst und du verschwendest enorm viel Produkt. Das ist ein bisschen schade. Und hier ist einfach eine enorme Staubwolke gerade um mich herum. Das ist alles ein bisschen schade, ein bisschen nicht so geil. Also deswegen, dieses Puder werde ich jetzt nicht behalten. Da habe ich andere lose Puder, wo ich jetzt noch dieses Sieb oben drauf habe. Ich weiß nicht, ob da vorher mal so ein Sieb oben drauf war oder nicht, aber es ist jetzt auch kein Puder, wo ich sage, oh wow, guck dir diesen Effekt an. Also ein ganz normales, loses Puder, was mattiert, ne? Weiß nicht, das ist jetzt, haut mich nicht um. Ja, und irgendwie halt auch nicht so, ich werde da nicht zu greifen, das weiß ich. Und weitergeben möchte ich es halt auch nicht, weil das halt echt schon ein bisschen fuddelig ist, ne? Ja, schade. Naja. Und mein Gesicht fühlt sich jetzt natürlich total super an. Also das ist, ne, sehr samtig und weich und alles, aber schwierig. Ich weiß nicht, wie siehst du das bei so benutzten Produkten? Das schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Also, wenn das halt so ankommt, wenn das halt noch neu aussieht oder nur ein bisschen benutzt aussieht, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn das so hardcore benutzt aussieht, schwierig, oder? Den Bronzer werde ich jetzt verwenden. Das ist von Miss Lynn, der Barbados Babe Beach Please Bronzing und Contouring Powder Bronzer. Ja, ich glaube, die Farbe ist wirklich Barbados Babe. Weiß ich nicht. Das steht da jetzt nicht so mit bei. Das ist die Farbe. Ne? Die hatte ich in der Box mit drin. Und den werde ich jetzt mal verwenden. Ach, der hat eine schöne Farbe. Ist relativ dezent, würde ich sagen. Aber der wärmt das Gesicht eigentlich ganz nett auf. Doch, der verleiht eine schöne Bräune. Das ist sehr dezent und meinem Hautton auf jeden Fall entsprechend. Also das gefällt mir ganz gut. Das ist ein matter Bronzer, also du hast da keinen Schimmer drin. Ich dachte erst, es wäre vielleicht so ein bisschen mit Schimmer, aber das ist nicht so. Aber der ist schick. Ja, der gefällt mir richtig gut. Also das sieht auch in der Kamera schön aus, finde ich, ne? Nicht nur hier unten im Spiegel. Das sieht sehr natürlich gebräunt aus und das gefällt mir, deswegen tolles, geiles Teil, darf bleiben. Als nächstes benutzen wir einen Blush, auch von Miss Lynn. Be My Flamingo Forever Treat Me Sweet Powder Blush. Und das ist Puder Rouge. Oder ein Puder Rouge. Steht hinten drauf. Geile Farbe, oder? Hui, hui, hui. Passt auf jeden Fall zu meinen Fingernägeln. Der ist pink. Der ist richtig, richtig pink. Schauen wir mal. Da kommt gut was auf den Pinsel. Das klopfen wir doch mal vorsichtshalber ein bisschen ab. Ach komm. Das sieht doch gut aus. Auch der Blush ist matt. Da hast du keinen Schimmer drin oder so. Aber das ist nicht schlimm. Dafür gefällt er dann halt, sage ich mal, ein bisschen mehr Leuten, weil man kann halt über Blush dann ja noch einen Topper oder sowas geben, auch über den Bronzer. Ich persönlich bin ja jetzt gerade im Sommer auch für diese glänzenden Blushes und glänzenden Bronzer. Jo.
Das heißt, da kann ich mir, wenn ich möchte, noch was drüber geben. Aber ich habe heute ja eigentlich eher so einen etwas matteren Look angepeilt. Das fing an mit der Foundation, mit dem Puder und geht auch gleich mit den Lidschatten so weiter. Ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt Farbe im Gesicht und das gefällt mir richtig gut. Auch die Farbe von dem Blush gefällt mir richtig gut. Also von daher, der darf auch definitiv bleiben und ja, passt sehr, sehr gut auch mit dem Bronzer zusammen. Gefällt mir. Highlighter-Palette, auch aus einem Trash-Paket. Highlighting-Palette Moon 183 Days by Trended Up. Da ist sie mit einer Folie. Die sieht doch ganz vielversprechend aus. Ich denke, dass ich da eher mich auf den etwas wärmeren Ton, den gelblichen, konzentrieren werde. Sprich, den hier. Aber das muss ich mal gucken. So, dann swatchen wir das erstmal. Oh ja. Da geht schon was ab. Mhm. Ja, ich nehme den tatsächlich wärmsten Ton aus der Palette, der so in Champagnerfarbene geht. Und gebe mir ein Kabam auf. Also ich klopfe den Pinsel nicht ab. Ja, ein bisschen Schimmer, ein bisschen Glow sieht man, aber der ist jetzt nicht so Kabam, ne? Also sehr, sehr natürlich das Ganze. Ich versuche den jetzt mal mit diesem hellsten Ton zu toppen. Den grünlichen mag ich nicht so gerne. Also solche Töne sind nichts für mich. Die tun nichts für meine Haut. Da kommt jetzt ein bisschen mehr, aber es haut mich immer noch nicht von den Socken da. Man sieht es auch ein bisschen in der Kamera, ne, dass da so ein leicht nasser Glow ist. Also ich werde die Palette noch ein bisschen mehr testen. Wobei mir wirklich eigentlich nur dieser Ton hier gefällt, muss ich gestehen, weil der ist mir zu holographisch. Das mag ich nicht so sehr als Highlighter. Und den Grün werde ich nicht verwenden, weil das sieht bei mir aus, als wäre der Hulk ausgebrochen. Das brauchen wir nicht haben. Ja, deswegen, ich trage mir hier drüber noch so ein bisschen nochmal noch eine Schicht auf von dem champagnerfarbenen Highlighter und muss dann noch ein bisschen drüber nachdenken, ob der jetzt bleiben darf oder nicht. Ich habe mir das jetzt mal beim Tageslicht angeschaut. Also die Palette wird auf jeden Fall weiter wandern. Die hat für mich einfach auch zu grobe Glitzerpartikel, ne? Also das ist schon so, ja, es verleiht einen Schimmer. Auch im Tageslicht sieht man den ganz schön. Aber da sind mir zu große Partikel drin, sodass die nicht mehr bei mir bleiben wird, weil ich da nicht zu greifen werde. Die liebe Jana mit J hat mir zum Geburtstag diese Lidschattenpalette hier zugeschickt von Trended Up. Das ist eine, Color Cube Eyeshadow Palette mit ganz vielen Nude-Tönen und da werde ich jetzt auch einen sehr nudigen Look schminken. Das wird auch sehr, sehr dezent gehalten sein. So mein Plan jetzt. Du hast da sowohl schimmernde als auch matte Töne mit dabei. Also ja, da kann man schon was mit zaubern. Jetzt gucken wir mal, wie die Pigmentierung auch so ist. Weil kein Spiegel mit drin war, nehme ich natürlich den von der lieben Jana mit Y. Hier ist kein matter Ton, den man zum Setten des Lides verwenden könnte, mit dabei. Das ist aber nicht schlimm, denn ich habe mein Auge ja eben auch schon mit Puder gesettet. So, ich gebe mir einfach diesen Ton hier in die Crease, in die Lidfalte rein. Der hat so einen leichten Schimmer auch mit drin. Diesen Ton nehme ich zum Vertiefen der Lidfalte. Diesen Ton, das ist so ein goldener Schimmerton, gebe ich mir auf mein komplettes bewegliches Lid. Das sieht sehr eintönig aus, oder? Diesen Ton, der auch ein bisschen schimmernd ist, gebe ich mir in mein äußeres V. Und auch unter meinen Wimpernkranz. Aber nur bis zur Hälfte. Ich verblende es hier oben mal so ein bisschen. Und hier unten drunter auch. Das sieht echt doof aus, finde ich. Mir gefällt es gar nicht. Diesen Highlighter-Farbton und nehme den mit dem Finger auf und gebe ihn einfach auf mein Zentrum.
sehr, sehr, sehr schwach und voll trocken. Schade, aber ich glaube, die Palette wird weiter wandern, weil ich finde sie öde. Ja, den Highlighter-Ton, den gebe ich mir auch nochmal als Inner Corner Highlight auf. Und ziehe den auch unten noch mit in den dunklen Ton mit rein. Es tut mir wirklich leid, aber die Palette ist nichts für mich. Ich gebe mir den Ton auch mal als Augenbrauen-Highlight auf. Ja, da funktioniert der ganz schön, ne? Das sieht ganz stimmig aus, aber nee, die Palette, die wird weiter wandern, leider. Mit dem All Nighter von Urban Decay, den ich von der lieben Suna zugeschickt bekommen habe, fixiere ich jetzt mal die ganzen pudrigen Texturen in meinem Gesicht. Einen neuen Eyeliner hatte ich auch nicht mit dabei, deswegen verwende ich den von Find. Den Find Eye Maker. Das ist ja von Amazon die Eigenmarke. Jo, der kommt jetzt drauf. Ach, jetzt mit Eyeliner sieht das schon wieder viel besser aus, finde ich, ne? Naja, ich brauche mal eben zwischendurch eine Lippenpflege. Manchmal muss da zwischendurch mal sein. Also ich weiß nicht, wenn man einfach länger braucht, um sich zu schminken, dann hat man auch diese trockenen Lippen und dieses Fixing Spray, was da drauf war. Und eben habe ich mich ja schon wieder gewaschen und hin und her. Und jetzt, ach, so. Tattoo Brow von Maybelline. Mal gucken. Ich habe es in der Farbe 00 Light Blonde. Blond Clair habe ich. Ich habe blondes Haar. Es kommt heraus ein Tübchen und ein Bürstchen. Ja, ein ganz normaler Spoolie, ne? Den kennt man ja auch. Kommt mit so einem Applikator wie von Concealer, würde ich jetzt schon fast sagen, ne? Riecht irgendwie chemisch, aber gut. Also, ne? Leicht Schokonote, Note finde ich. Aber sehr groß. Ei, ei, ei. Da muss man auf jeden Fall Produkt von abstreifen, stand da drauf. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt nur mit diesem Bürstchen mache oder ob ich mir noch ein extra Augenbrauenbürstchen nehme. Ich nehme mir aber noch so ein Augenbrauenbürstchen dazu. Ich glaube, das ist irgendwie Safety First und so. Da stand, dass man quasi ein bisschen Produkt abstreifen muss, was ich ja getan habe. Also, ne, so ist es jetzt quasi abgestriffen. Und dann soll man in der Mitte anfangen und es quasi dann von der Mitte aus nach außen ausblenden. Weil ich will ja auch schon irgendwie die Haut mit einfärben, weil ich habe ja auch so Stellen, wo ich keine Augenbraue habe. Ne? Also hiermit wird es alles sehr, sehr grobmotorisch. Ich nehme mal hier den Pinsel und verfeine das alles ein bisschen mehr. Ja, das funktioniert definitiv besser. Sehr pastig, was da rauskommt. Aber es ist halt so ein Zwischending, ne? Von Augenbrauengel und Augenbrauenfarbe. Leute, das trocknet schon. Hilfe. Das ist jetzt sehr, sehr auffällig, ne? Puh. Dann muss man das durchbürsten. Ja gut, dadurch bürstet man das halt auch ein bisschen aus, ne? Das ist auch nicht verkehrt. Finde ich sehr extrem, wie es jetzt geworden ist. Ja, ich muss aber trotzdem nochmal nachlegen. Das ist echt blöd, ne? Weil ich immer noch Lücken habe. Ich gehe mal mit dem Pinsel direkt hier an dieses Viech dran und gucke mal, ob das einfacher dann aufzutragen geht. Ja. Ist aber immer noch sehr merkwürdig von der Konsistenz her. Das soll dann wirklich 2 Tage halten, das wage ich ja hart zu bezweifeln, ne? Also ich habe hier vorne immer noch Lücken drin. Die kriege ich irgendwie nicht weg. Vielleicht, weil der Stift nicht wirklich auf Haut malen kann, beziehungsweise das Produkt. Das wäre dann natürlich ziemlich unpraktisch für mich, ne? Ich packe jetzt ja immer mehr Produkt drauf. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Sieht dann immer künstlicher aus. Gefällt mir jetzt immer noch nicht so ganz, ne? Weil das halt so ein harter Unterschied ist, ne? Die Haare sind einfach dann eingefärbt. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Aber die Haut,
Das sieht so fleckig auf der Haut aus. Und halt hier vorne habe ich auch super gepatzt. Das sieht echt übel aus. Also, ne? Ich finde es krass. Ich mache jetzt mal eben die andere Augenbraue. Ich weiß nicht, aber ich finde es ein bisschen zu krass. Also, es ist mir einfach zu... Boom! Augenbrauen, Balken, krasses Zeug, ne? Also, es ist heftig. Ich mache mir jetzt mal eine Mascara drauf. Immer wenn ich eine Mascara drauf habe, wirken meine Augenbrauen auch nicht mehr so extrem. So, da habe ich jetzt hier die von Shadows Paris, The Colossal Volume Express Mascara. She Does Paris, glaube ich. Hä? Ich glaube, das ist eine Nachmache von der Maybelline. Kann das sein? Die hatte ich auch in irgendeinem Paket mit drin. Die wird jetzt getestet. Die ist sehr flüssig. Also wenn man die so rausnimmt, dann hat man da voll den langen Produktgedöns dran. Den langen Produktgedöns, den Produktschwanz, wollte ich gerade sagen. Also jetzt so in der ersten Schicht passiert ungefähr nichts. Ich glaube echt, dass es so eine Nachmache ist. Das ist dann natürlich schwierig, ne? Ja, die mag ich irgendwie nicht. Die macht nicht Länge, nicht Volumen, nicht nix, nicht gar nichts. Die ist einfach saudezent. Hm. Nee, die ist öde. Und hier sieht man, ne? Hier sieht man dann auch, dass das quasi so schmiert und irgendwie... Nee. Das wird nicht bleiben. Da mache ich mir noch was drüber. Und zwar von They Are Real von Benefit. Die They Are Real Mascara. Von Benefit, die They Are Real Mascara. So, ja. Kommunikation kann nicht jeder. Auch die kommt aus dem Trash-Paket. Und die sieht so aus. Hat ein Gummibürstchen. Vorne hat die so ein alienartiges, extrem auseinanderreißviech. Was aber für den unteren Wimpernkranz total super ist. Genau, die kommt jetzt drauf. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, da kommt auch wirklich Produkt raus, da kommt auch was aufs Auge. Die verleiht so viel und macht gerade sehr viel Gutes für meine Wimpern. So habe ich mir das vorgestellt vom Look. Also, man sieht jetzt tatsächlich, dass die Augenbrauen nicht mehr so extrem wirken, aber sie wirken schon sehr, sehr plastisch. Der Lidschattenlook ist mir wirklich zu öde, finde ich wirklich. Das ist nicht so meine Welt. Ja. Die Mascara finde ich aber toll, die mag ich. Da trage ich mir doch direkt gerne nochmal eine Schicht auf. Weil ich es mag. So gefällt mir das nämlich echt am besten. Das ist super. Aber die Augenbrauen, ich komme damit immer noch nicht wirklich klar. So, Lippen. Unspektakulär Catrice Ultimate Matte 200. So sieht der aus. Und das ist einfach ein matter Lippenstift. So sehe das jetzt aus, wenn ich den ganz normal aufgetragen hätte. Was ich immer ganz gerne mache, ist, dass ich mir einfach ein Papiertuch nehme. Hier habe ich eins genommen, eben für meinen Spiegel sauber machen, genau. War ja nur Fixing Spray. Und dann wappe ich da einmal richtig mit den Lippen drauf. So, habe dann die oberste Schicht von dem Produkt abgetragen und dann hält er einfach viel, viel besser. Das ist auch nochmal so ein Tipp. So ist der haltbarer und stempelt sich nirgendwo ab, wenn du irgendwie was trinkst oder so. Und dann ist der auch einfach kussechter und ja, so gefällt mir das. Ich habe zwar jetzt noch keinen Schmuck um, aber ja, so würde ich einfach den Look erstmal lassen und finde ihn eigentlich ganz schön. Die Augenbrauen sind halt heute dann einfach mal so Statement-Augenbrauen. Da muss ich jetzt einfach mal mit leben. Hoffentlich dann ja auch morgen auch, also hoffentlich, weil ne, es sagt ja, dass es 2 Tage hält. Dass es ja auch wischfest ist und so, das muss ich jetzt mal gucken. Also es müsste jetzt ja mittlerweile getrocknet sein, es fühlt sich aber immer noch sehr klebrig an. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal weitere 5 Minuten einwirken lassen, also quasi trocknen lassen. Und es ist draußen warm, ich war draußen und habe mir auch übrigens Schmuck angelegt, wie man sieht, ne? Schmuck. Ja, läuft. Jetzt sehe ich wieder aus wie ein Mensch. Auf jeden Fall, ja, gucken wir jetzt mal. Es ist immer noch nicht getrocknet. Ich glaube, ich habe es zu dick aufgetragen. Aber wir gucken mal. Also die zeigen in der Werbung, dass sie da richtig drüber wischt, ne? Das ist ein ekliges Gefühl. Also so kann ich machen. So kann ich machen, aber ich habe kein sicheres Gefühl, muss ich gestehen. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, ne?
ist halt immer noch gelig von der Textur her und ich bringe meine Augenbrauen aus der Form. Aber ich mache es nicht ab. Also ich habe jetzt nichts auf dem Finger oder so, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Aber ich trage es ab hier vorne. Wenn ich da doll da drüber gehe, ne, dann trage ich es ab. Ich weiß auch nicht, ob das heute mein Abschminken überleben wird. Das werde ich euch aber nochmal zeigen. Ja. Mein Freund sagte auch gerade, dass meine Augenbrauen sehr heftig aussehen. Okay, Leute, nach 2 Stunden ist das Zeug immer noch nicht richtig trocken. Aber ich möchte jetzt den richtigen Rubbeltest machen. So wie die das in der Werbung machen. Und ich finde, 2 Stunden Einwegzeit ist echt genug, ne? So, dann gucken wir jetzt mal. Finger doll drauf drücken. Man sieht, wie weiß er wird. Und ich... Aua, das tut an der Augenbraue aber weh, ne? Ich reibe richtig. Und ich habe Produkt am Finger. Und das ist irgendwie verwischt. Also, liebe Werbung, ihr habt gelogen. Natürlich auch jetzt nur im Extremtest, wenn ich jetzt normal so reiben würde, ohne Großdruck auszuüben, verwischt es auch. Ein bisschen. Sieht man nicht. Ein bisschen. Ich habe mich jetzt abgeschminkt und es ist einfach komplett weg. Ja, ein Flop-Produkt. Also für diesen Aufwand... Das Ergebnis, ne, vergiss es. Dann bleibe ich bei meinen Augenbrauen stiften. Die sind einfacher in der Anwendung, die sind einfach irgendwie vom Ergebnis her mehr meins und irgendwie bin ich echt enttäuscht. Ne? Also mit Tattoo hat das nichts zu tun. Und ich habe nichts Aufregendes gemacht. Ich habe einfach nur meinen normalen Augen-Make-up-Entferner genommen, auf ein wiederverwendbares Norvel-Pad gegeben und bin damit ganz normal über mein Auge gegangen. Ja, also Fazit, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich werde es ein paar Mal öfter verwenden, versuchen ein bisschen leichter aufzutragen. Vielleicht auch wirklich nur ganz, ganz leicht und dann nur einbürsten. Aber, also, ich finde es zu krass. Ich finde es zu krass und ich habe die allerhellste Farbe, die es gibt, ne? Das ist schon heftig. Naja, wie dem auch sei. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!